Servusle, grüßt euch meine Lieben. Jetzt muss ich zunächst erstmal beichten. Die letzte Aufnahme, da habe ich wieder unfreiwillig abgestoppt. Ne? Ihr kennt ja das Menü und hier unten kann man ja ganz toll eingeben. Und ich habe auf meinem Aufnahmeprogramm, natürlich so geht's nicht. So, in meinem Aufnahmeprogramm habe ich die Taste Ö mal eine Zeit lang benutzt zum An- und Anmachen der Aufnahme. Ich gucke jetzt auch, ob es läuft. Hab das letztens schon mal versaut, dann habe ich es geändert. Jetzt habe ich nur vergessen, das Ö rauszunehmen bei Aufnahme stoppen. Das heißt, als ich vorhin geschaut habe, was ich mit Löwenzahn anstellen kann, hat es die Aufnahme abgestoppt. Und zwar mittendrin. So, jetzt habe ich gedacht, ich mache gleich eine ganz neue Folge, erzähle euch ganz kurz, was ich gemacht habe. Vorab für alle, die neu hier zugefunden haben. Wir haben eine Minecraft-Playlist mit zwei Spielständen momentan, weil meine liebe Community mir ans Herz gelegt hat, in Classic auch die Grundlagen zu lernen. Das haben wir gemacht. Das läuft jetzt auch noch, bis wir die Mine durch haben und bis wir hier irgendwo angekommen sind, wo wir bauen. Dann wechsle ich komplett auf Live in the Woods rüber und dann geht es hier gemütlich weiter. Es gibt kein Go-Go-Bam-Bam-Let's Play, sondern was Gemütliches. Wir flüchten ja in the Forest und in Subnautica schon immer vor den Feinden oder kämpfen. Hier erstmal gemütlich. Allerdings kann das Ganze erst steigen, habe ich jetzt gemerkt, wenn wir den Hunger im Griff haben. Ihr seht jetzt, die Keulen sind voll. Ihr seht auch ein Bett. Und ich zeige euch auch kurz. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Husten. Ne, wir haben mittlerweile auch ein bisschen Wolle gefunden, Kreide und so weiter. Ich zeige euch mal ganz kurz, wo ich war. Ich gehe da aber nicht mehr hin, weil da bin ich ganz böse runtergeflogen hier. Ja. Hier unten ist alles voll mit Kohle. Da gibt es verschiedene Stellen, wo es Eisenerz zum Abbauen gibt. Natürlich, meine menschliche Gier hat mich da runtergelotst. Ich habe da auf Fackeln gesetzt und so weiter. Allerdings habe ich schnell gemerkt, Kohle bringt uns nichts, wenn wir nichts damit kochen können. Ja. Hier ist also Kohle drin. Wir haben jetzt auch nur noch eingebratenes Schweinefleisch. Es wurde dann Nacht. Ich habe mich wieder rausgebackt, ging dann hier einmal um den Felsen rum. Und kurz vorm Sterben, wie beim letzten Mal, habe ich Schweine gefunden, Schafe. Da habe ich dann jetzt auch ein Bett bauen können und entsprechend uns was zum Essen machen, weil das sind ja die einzigsten Rezepte, die ich kenne, ein rohes Fleisch auf den Grill zu legen. So, es gilt jetzt natürlich hier weiterzukommen. Ich möchte uns jetzt einen Mini-Vorrat anlegen an Fleisch. Ja, man braucht ungefähr 10 Brocken, dass man sich einmal voll essen kann. Und sobald wir das haben, ziehen wir weiter. Ja, aber ich möchte nicht ganz die Gefahr wieder laufen, zu sterben. Ich habe jetzt auch noch keinen Fruchtgarten gefunden. Hier waren die vorhin. Ein bisschen bin ich auch froh, dass die Aufnahme nicht mitgelaufen ist, weil in meinem Rage-Mode habe ich da echt alle Tiere weggeschlachtet, dass man selbst ein bisschen leid getan hat. Das möchte ich ja hier eigentlich anders handhaben. Sicherlich kann man ab und zu mal ein Schwein schlachten. Ich möchte das aber dann kontrolliert anbauen und nicht. Jetzt sind alle Tiere hier weg. Wir gehen jetzt einmal außen rum, wo ich die Schafe gesehen habe, die vielen. Ich habe auch schon ein bisschen die Rezepte natürlich durchgeguckt. Ich habe auch gesehen, wir können uns. Ist da oben zufällig eins? Nee. Wir können uns auch anders Wolle herstellen. Allerdings haben wir das auch noch nicht gefunden. Das war, glaube ich, mit Schilfrohr. So, wir gehen jetzt hier einfach mal einmal außen rum, weil ich da schon mal Tiere gesehen habe, in der Hoffnung, die sind da nochmal. Muss ich mal ein bisschen aufpassen. Ich tue mir nämlich auch gern weh, habe ich gemerkt. Ja, also Grundlagen haben wir zwar gelernt, allerdings gibt es hier natürlich viel mehr zu beachten. Es wird nochmal ein Zacken schärfer, glaube ich, bis man mal einigermaßen drin ist. Hier war alles voll mit Tieren. Da. Also das tut mir jetzt nochmal tierisch leid, was ich tue. Tierisch leid beim Tiereschlachten. Was ein Titel das wäre. Sorry, Alterle. Aber die haben uns halt auch so ein bisschen. Guck mal, Weizengras. Weiß jetzt zum Beispiel nicht. Ah, habe ich doch richtig gesehen, ne? Habe ich dich doch richtig entdeckt da hinten drin? Ich befreie dich und dann haue ich dir leider dein Fleisch von den Rippen. So. Das hilft uns. Wir haben ein bisschen Wolle fürs nächste Bett. Wir nehmen aber uns das mit. Da vorne sind noch mehr. Sorry. Das machen wir jetzt. Wir bauen uns jetzt hier einen kleinen Mini-Vorrat auf, dass wir weiterkommen erstmal. Ein Plätzchen suchen. Dann werden wir natürlich auch ganz groß in Ackerbau investieren. Und in Tierzucht, ne? Werden wir auf jeden Fall machen. So, hallo Freunde. Naja, eigentlich ist es fies, Freunde zu sagen. Aber wenn einem der Po auf Grundeis geht, ein Schaf dir nicht im Wege steht. So. Nehme ich jetzt alle mit, ist klar. So war das halt vorhin, ne? Nur dass wir da vorhin echt nur noch zwei Keulen hatten. Und ich gedacht habe, ich muss uns jetzt gleich von der Insel dann wieder wegbringen. Ist da vorne vielleicht noch ein Tier? Irgendwo wird da noch eins sein, oder? Ich möchte halt gerne einen kleinen Mini-Vorrat. Mich wundert, dass ich zurückgefunden habe. Oh, da oben, das könnte ein Fruchtkorb sein.
Kürbisgarten! Leute! Wie baue ich denn den jetzt ab? Kürbis. Rohes Lammfleisch, das braten wir uns dann. Kürbis. Weiß jetzt auch nicht, ob man den essen kann. Eichensetzling, super. Ich dachte, dass da jetzt mehr drin ist. Also meine Euphorie, sorry. Ich dachte jetzt echt, wir finden hier ein bisschen mehr. Kürbisse. Haben wir Kürbisse, super. Zwei Stück. Ich laufe jetzt hier nochmal außen rum. Vielleicht finden wir hier ja noch so ein Teil. Au. Stachellattich. Dunner Lattich hat der Stachellattich. Hat er uns jetzt eine reingebrezelt hier. Die alte Wutz, was ist das da drüben? Wir müssen natürlich jetzt immer davon ausgehen, dass ich nicht mehr zurückfinde. Ne? Ich bin nämlich ein Orientierungsmonster, sondersgleichen. Deswegen versuche ich jetzt auch gleich wieder den Rückweg anzugehen. Wir werden erstmal tagsüber unterwegs sein. Ich habe zwar die Monster ausgeschalten, aber tagsüber sieht man wenigstens was. Und ich habe immer so ein bisschen die Angst, dass nachts keine Tiere spawnen. Jetzt hauen wir uns das Essen, was war. Da drüben ist dann nochmal so ein Garten, oder? Ist das nochmal so ein Garten? Da müssen wir echt voll die Augen aufhalten. Es ist einer. Jetzt baue ich den mal so ab. Da haben wir jetzt was gefunden, aber was haben wir da jetzt gefunden? Ich guck gleich. Zuckermelone. Eine Gurke. Und einen Winterkürbis. Löwenzahn. Du hast mir vorhin meine Aufnahme. Naja, nicht du direkt. So, jetzt habe ich die komplette Orientierung verloren. Das ist nicht ganz so toll. Hier ist ein kleiner See. Da waren die Schafe. Ich glaube, da hinten drin irgendwo war. Ah ja, ja, ja. Hier war ich ja heute Nacht. Ne, da dachte ich, hey, habe ich unser Camp wieder gefunden. Dabei war es Lava. So. Hier, ne? Was? Ah, das war die Lava. Ich habe gedacht, ich habe noch ein Schwein gehört. Leider nein. Drei Keulen fehlen und wir haben... Ich muss jetzt hier aufpassen. Vor allem habe ich jetzt voll Panik, dass ich nicht mehr zurückfinde. Ne, also da müssen wir auf jeden Fall jetzt erstmal durch. Und sobald ich einigermaßen routiniert hier mein... Jo, hier war die große Schlucht. Es geht voran. Wenn auch nicht wirklich mit unseren drei Keulen. Jetzt pennen wir erstmal, dass wieder Tag ist. Hier müsste dann unser Zuhause sein. Dann schauen wir mal, was wir insgesamt gewonnen haben. Wir sollten jetzt natürlich ein Feld haben, um das Zeug anzubauen. Ich guck mal, ob ich schon schlafen kann. Jo, können wir. Okay. Genau. Läuft noch alles. Bin prädestiniert dafür. Jetzt habe ich nicht mal die Uhr eingeschalten vor lauter Juche. Jetzt pass auf. Jetzt machen wir hier mal ganz kurz eins. Wir legen mal die rohen Lammkeulen hier rein. Die können brutzeln. Jetzt sortieren wir uns hier mal für die Weiterreise. Eisen möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Die Wolle möchte ich auch mitnehmen. Die Setzlinge näher, nicht unbedingt. Hellgrüner Stein, einzeln, Sand. Glas ist jetzt erstmal unwichtig, gelber Holunder. Diesen Bärenbusch nehme ich mit. Diesen Busch nehme ich auch mit. Löwenzahn kann hoch, da habe ich nichts gefunden, was wir essen machen. Zuckerrohr nehme ich mit, weil es Zucker gibt. Den Tuft nehme ich mit, weil ich nur einen habe davon. Den Stein nehmen wir mit. Dolomit lassen wir da. Den Dolomit lassen wir da. Wüsste jetzt nicht, mit Leder können wir uns vielleicht eine kleine Rüstung craften. Das muss ich mal probieren. Craften, Entschuldigung. Federn nehmen wir mal mit. Mohn, weiß nicht. Rutenhirse. Virgatum. Grüner Farbstoff. Ach, Farbstoff ist jetzt erstmal so unwichtig, Leute. Hier unseren Zucker nehmen wir mit. Die lasse ich jetzt auch mal da. Es steht halt Farbstoff dran. Ich denke mal, hier, da steht was von Nahrung, Wasserkultur. Das kann man vielleicht mal irgendwann anbauen. Zuckerrohr nehmen wir natürlich auch mit. Ansonsten würde ich jetzt einfach alles da lassen. Das Holz nehmen wir auch mit. Andesit, Schalen, das lasse ich jetzt alles hier. Ah, die Kakaobohnen, die sind immer wichtig, persönlich wichtig. Die nehmen wir auch mit. Die Fackel nehmen wir mit. Die Teichbinse aus dem Feuchtgebiet, die kann hier bleiben. Hier haben wir ein Essen, hier haben wir das da. Und wir nehmen natürlich noch unsere Nahrung mit, die wir jetzt gerade hier gemacht haben. Die Kohle nehmen wir auch mit. Einen Haufen Zeug schleppen wir mit uns rum. Und jetzt kommt ja erst der Clou. Ich muss ja das Zeug auch noch abbauen. Das will ich natürlich auch noch mitnehmen. Das möchte ich auch mitnehmen. Das sollte ich vielleicht mit Holzwerkzeug ran. Und unser Bett nehmen wir auch mit. So, und jetzt gehen wir immer der Nase nach weiter. Die Kiste lassen wir jetzt hier. Ich wollte eigentlich überall eine kleine Hütte bauen. Allerdings habe ich mittlerweile so viel Panik mit Essen und Trinken. Wir brauchen schon ein Plätzchen, auf dem wir jetzt erstmal uns ein bisschen einrichten. Eine kleine Minifarm anlegen, dass wir wirklich mit einem fetten Vorrat dann auf Reisen gehen können. Ja, ich werde auch mal gucken, man kann sich, glaube ich, Rucksäcke craften. So, die Frage ist nur, wo lang gehen wir? Hier lang.
Das ist das Schöne. Da kannst du einfach los, wie die Nase dir gewachsen ist. Hier sollte man natürlich immer schauen, dass wir diese Fruchtdinger finden, diese kleinen Oasen des Essens. Ich kann ja mal spaßhalber versuchen, eine Zuckermelone wächst am besten in Forest. Ah, die wächst am besten. Ist das jetzt schon was ich essen kann? Habe ich denn das jetzt gemacht? Nee, das kann man nicht essen. Zuckerrohr ist klar, Kakaobohne ist auch klar. Wir haben echt nur das eine Fleisch jetzt. Nee, hier sind unsere Keulen. Oh je, wir haben viel zu wenig Zeug. Hier, netter, wollte ich jetzt mal gucken, ob man das schon essen kann. Nee, kann man nicht essen. Aber das da können wir essen. Jetzt hoffen wir natürlich schon wieder auf die nächsten Tiere, weil ich ja hier absolut nichts Brauchbares finde gerade. Grillen. Ich würde Grillen essen. Es gibt Kulturen, die essen Grillen. Ich wollte es dir nur mal gesagt haben. So, gibt es hier irgendwo noch so einen Kräutergarten? Was haben wir hier? Es ist unheimlich schwierig, jetzt hier durchzusteigen. Da rettet uns schon wieder jemand den Po. Ich mach die alle weg, ne? Für unsere große Überfahrt hier. Wie, hab ich die Taschen schon wieder voll? Ey, was lasst man denn dann da? Zuckerrohr. Dann lass mal. Hä? Ah ja, weil ich habe ja noch mehr Kühe. Alles klar. So. Jetzt müssten wir eigentlich Leder haben. Leder haben wir. Und wir müssten ein bisschen Fleisch haben. Drei kleine Mini-Steaks. Und rohes Hühnchen. Hat es nicht hinkauen mit dem rohen Hühnchen? Was habe ich da wieder falsch gemacht? Ich muss irgendwas da lassen. Ich weiß noch nicht was. Ich würde sagen das hier, weil im Prinzip muss nochmal die Hühnchenstelle ablaufen jetzt. Im Prinzip kämpfen wir ja erstmal nicht so, obwohl doch, ich hätte eigentlich die für die Viecher zum Blatt machen. Nee, ich glaube, wir haben alles eingesammelt, was wir da in irgendeiner Form bekommen. Aber ist jetzt hier schon wieder mehr. Ich hätte ja schon gern mehr Festland gehabt. Hier ist noch eine Kuh, habe ich es doch gerochen. Ist jetzt das Schwert gerade kaputt gegangen? Nee, oder? Doch, gerade ist kaputt gegangen. Ich habe es gerade rausgeschmissen. Ist ja blöd. Gott, ist das doof. Voucher Life. Wir brauchen erstmal kein Schwert. Und 2 Minuten später brauchen wir ein Schwert, ne? So. Alles klar. Lass uns mal gucken, ob wir hier noch so irgendwelche Fruchtgärten finden. Busch, Gras. So ein bisschen auffällig, habe ich gedacht. Oder das Gefühl gab es, sind die schon. Also man erkennt sie. Das könnte eins sein. Tintlingsstäubling. Ja, hatten wir damals auch in Biologie. Der allgemeine Tintlingsstäubling. Ja, ich habe euch schon gesehen. So, pass mal auf. Droppen die denn irgendwas, was ich hier einsammle? Oder laufe ich die ganze Zeit? Was haben wir hier? Was bist du? Grasgarten. Grasgarten. Ist Grasgarten nicht auch? Jo, Grasgarten ist scheinbar irgendwas. So. Kurze Orientierungsphase. Was ist das da? Mais. Häppchen. Wächst am... Häpschen. Kann ich den essen? Kann ich den essen und rettet der uns ein bisschen? Jo, aber guck mal, wie wenig. Wie wenig. Wie viel zu wenig. Da habe ich wieder was eingesammelt. Wo ist es hin? Hier, Spargel. Oh, wir brauchen, glaube ich, einen Acker. Kann das sein, Leute, dass wir uns irgendwo mal niederlassen müssen, bis wir echt genug Verpflegungszeug haben? Aber wo? Wo? Am besten hier. Warum mache ich lang rum, ne? Jetzt bin ich aber schon auf dem Weg. Ich würde jetzt schon gerne noch ein bisschen was anderes sehen. Ah, bist du was? Nee, knollige irgendwas. Wir brauchen noch mehr Gärten. Lasst uns hier nicht einsam sein. Bist du was? Hier, da gehen wir jetzt einfach mal gucken. Da muss doch... Oh, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Da hinten war es auch schön. Da gehen wir jetzt nochmal dahintere. Steht da drüben ein Schwein? Wobei ich mich ja über die Gärten... Oh, und ich habe kein Schwertle. Da muss ich sie mit der Axt niederschlagen. So.
Was jetzt halt hier fatal ist, ich muss irgendwas rausschmeißen. Den Lotus. Lotus, tschüss. Ich brauche doch das Hammelfleisch, das ist viel wichtiger. Droppen die denn kein Smelz? Oder bin ich einfach... Wolle ist klar. Hey, die droppen... Wo ist das Schwein? Ich sehe es nicht. Hier, hast du dich getarnt? Kann es sein, dass die kein Fleisch mehr droppen nach einer Weile? Oder bin ich jetzt einfach blind? Rohes Rindfleisch. Hallo? Da war jetzt was. Hier haben wir eine Keule. Ich mache die jetzt alle platt. Wir brauchen ja noch Futter. Wo Metz? Hier hinten Metz. 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 Hallo. Ich bin der Voucher. Ich kam, sah und hatte Hunger. Ey, aber so richtig viel Futter ist es nicht, was ihr da abwerft. Vielleicht liegt es daran, dass ich ein Schwert brauche. Vielleicht liegt es daran, dass ich ein Schwert brauche. Hilfe. Ey, basteln wir uns halt ein Schwert. Weißt du, einfach für die Sicherheit. So, ich nehme aber nur 4 Sticks diesmal. Das ist unser Palmen. Das ist schon anstrengend, wenn man die ganze Zeit... Ich nehme ein Holzschwert, reicht eigentlich. Also, was mache ich denn? So, weißt du? Dann nehmen wir uns nochmal hier ein Schwert. Ich habe auch viel zu viel Zeugs dabei, glaube ich, schon für den Anfang. So. Jetzt kriege ich die Kiste nicht mehr. Jetzt muss ich wieder was rausschmeißen. Alterle. Lass mich mal ganz kurz was testen. Ruck. Sack. Rucksack. Ey, guck mal. Leder. Mit Leder. Shift für mehr Informationen. Ein Tier, 0 Slots. Ey, vielleicht, wie viel brauchen wir da? 3, 6, 8. Wie viel Leder haben wir? 7. 7. Was machen wir jetzt raus? Ein Winterkürbis. Soll ich den essen? Was haben wir hier? Gelber Farbstoff, tschüss. Kann natürlich sein, dass der uns jetzt gleich nochmal in den Rucksack fällt. In unserem Beutel. Gelber Farbstoff, schön im Laufen. Die ist mal wichtiger. Was wollte ich denn jetzt machen? Kurz mal auf die Uhr geguckt. Passt noch zeitlich. Also pass auf, was ich gucken wollte. Was ich gucken wollte, weiß ich nicht mehr. Wir brauchen noch ein so ein Leder, ist klar. Das Schwert muss hier runter, ist klar. Roggen. Roggen heben wir auf jeden Fall mal auf. Weil Roggen ist ja sowas Kornmäßiges. Sagen wir vielleicht Glück, können wir uns Brot backen. Roggenbrot kann was Feines sein. Was habe ich denn jetzt hier? Rohes Hühnchen, gekochtes Lammfleisch. Dann essen wir mal ein Lamm. Bis wir voll sind. Oh. Richtig viel geht da nicht, gell? So, wir schlafen kurz. Du kannst nur nachts schlafen. Es wird doch Nacht. Ich sehe es doch. Guck mal hier. Wie schön. Ich mag das. Wir gehen dann in diese Richtung. Das sieht mir ein bisschen nach Festland aus. Ich glaube, wir kamen zwar aus der Richtung, aber schauen wir mal. Tiere sind jetzt natürlich alle weg. Die habe ich ja jetzt gerade alle um die Ecke gebracht. Wir schlafen. Wir schlafen, dann ziehen wir weiter. Wir sollten uns eine kleine Farm aufbauen. Dann dauert es halt ein bisschen länger, bis ich die Stelle finde, an der wir dann tatsächlich bleiben. Aber das bringt ja nichts, ne? Wenn ich immer so zittern muss. Das heißt, wir suchen uns jetzt mal ein Plätzchen, wo wir anfangen, bauen wir uns eine Mini-Hütte. Nichts Großes, wirklich nichts Großes. Ein bisschen Holzkohl, kleine Hütte, Ofen rein, Bett rein und so weiter. Und dann schauen wir mal, dass wir uns ein Feld anlegen, ja? Wir wissen ja in etwa, wie es geht. Dann schauen wir mal, was da drauf wächst, wie wir ernten können. Und wenn wir wirklich mal die Taschen voll haben, dann ziehen wir los. Ich probiere das auch mit dem Rucksack. Ich hoffe natürlich drauf, dass wir dadurch ein bisschen mehr Platz bekommen. Weil hier sammelt man ja doch schon allerhand ein. Hier sieht es für mich nach Festland aus. Da laufen wir jetzt mal weiter in die Richtung. Das Gute ist, werden wir sehen. Das werden wir alles jetzt noch sehen. Ich hoffe, aber ich glaube, hier waren wir halt schon. Ich bin mir dann immer so ganz so sicher. Sehe aber, wir gucken immer nach diesen Kräutergärten, ist klar. Oder sollen wir uns hier einfach hinpflanzen, weißt du? Ich habe ja keine Ahnung. Wir gehen mal hinten an dem Berg vorbei, dass wir mal in der Gegend sind und dann schauen wir mal. Das schaffen wir jetzt auch noch. Wir sind ja bei 20 Minuten, jetzt laufen wir da mal hin. Bisschen Futter haben wir ja jetzt. Das heißt, wir werden nicht gleich drauf gehen, sondern erst später. Okay. Immerhin haben wir mal für diesen Garten gefunden. Hier muss ich mal aufpassen. Das erinnert mich an diese ersten Momente meines Treibsanderlebnisses. Was sind das hier für welche? Muss ich gucken. Komatit. Komatit.
Klingt ein bisschen verwerflich in Verbindung mit Koma sowieso, aber okay. So. Den haben wir doch auch schon gesehen hier, den Kollege, oder? Oder ein Boot basteln und einfach raus aufs Meer. Wir basteln uns geschwind ein Boot. Wir basteln uns kurz ein Boot. Kenne ich jetzt nichts. Mit dem Boot haben wir schon mal Glück gehabt und Spaß. Wir basteln uns am besten gleich zwei Boote, würde ich sagen. Wir müssen ja gucken, wie wir jetzt hier weiterkommen, ja? Pass auf. Holz haben wir doch? Ne, das ist Erde. Alter, haben wir jetzt kein Holz? Doch, hier ist Holz. Hier basteln wir uns ein Boot bis zwei. Einmal, weil das geht ja Auto ziemlich schnell kaputt. Und das tun wir jetzt hier unten rein, alles klar. Und dann fahren wir. Wir suchen ein Festland und das nächste Festland wird unser... Nein, ja, okay, alles klar. Wir bleiben auf dem Boot, ich sehe die Keulen nicht mehr. Wir fahren jetzt immer geradeaus, ne? Da vorne wird schon irgendwann was kommen. Ich hoffe, wir kommen nicht an unserer Insel vorbei, weil sonst schäme ich mich. La, 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 auf der See ist es schön. Ich habe so das Gefühl, wir steigen gleich aus dem Boot aus und dann sind die Keulen weg. Bam, tot. Allerle, ein Walfisch. Habt ihr gehört? Als ob er gemotzt hätte, ne? Ich hab Vorfahrt. Voucher. Nee, nee, nicht dem Wal hinter. Bei Wal ist doch immer so ein bisschen tiefes Wasser dann. Wie cool, da hat's Walfische. Das habe ich gar nicht gewusst. Haben wir einen Walfisch gesehen? Was ist denn hier? Warum ist der so abgeschnitten? Oh Gott, bitte Boot, halt uns eine Weile. Hier steht ein Kran rechts, ne? Könnte Berlin sein. Okay, hier ist doch ein Biom. Hier ist doch ein Biom mit viel... Ah! Stopp! Alter, das wird immer schneller. Mit Shift kam er doch raus, ne? Ja, so. Kann ich es nochmal einsammeln? Nee. Ich jag dich jetzt nicht, ich habe Kühe gesehen. Und Kühe bedeuten Leben, Kühe bedeuten Hunger. Stillen, hallo Kuh. Und Kühe bedeuten Leder, Test für den Rucksack. Hallo, ich komme vom Inselparadies. Guck mal, das lässt auch gleich hier ein Steg fallen. Ein Steg? Entschuldigung, Stegel. Wo sind jetzt die anderen? Ihr habt doch noch mehr gesehen. Wir graben uns da jetzt hin. Das ist das einzigste Futter, das uns momentan den Arsch rettet, weil ich kenne nämlich nichts anderes. Es wird nicht so bleiben. Oh, hier ist alles voll mit Kühen. Wieso will ich da hoch? Weil ich da eine Kuh gesehen habe, ne? Gehen wir natürlich hier noch eins hoch. Schwertle. Hallo! Es tut mir echt leid, Leute. Jetzt habe ich die Kühe gemeint, nicht euch. Nicht darunter springen, bleib hier. Die nehmen wir auch noch. Jetzt sieht sie aber ziemlich trostlos aus, wollen wir hier wirklich bleiben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir füllen hier einfach mal unsere Nahrungsbeutel. Hallo, danke. Bin schon froh, dass es die Tiere wenigstens noch gibt und dass die auch ab und zu mal was droppen hier. Ne, hier bleiben wir nicht, hier ist ja alles irgendwie total öde. Wobei Gras, auf Gras wächst natürlich was und wenn wir Glück haben, respawnen auch die Kühe. Lass uns mal hier gucken. Wir laufen hier zu uns rein. Ich hole noch die Kühe da unten. Dann probieren wir gleich noch den Rucksack und dann beenden wir die Folge. Baue ich uns ein kleines Nachtlager auf. Ah, da haben wir wenigstens Steak. Ich hoffe, dass die uns auch ein bisschen was bringen. Leder und Fleisch. Also aus dem Material, das wir jetzt die letzte Zeit gefahren haben, können wir einen Spartakus drehen, ne? Leder und Fleisch. So, ich danke euch vielmals, wirklich von Herzen, dass ihr da wart. Da würde ich so gerne hinter den Hügel, in der Hoffnung, dass wir da unseren ersten Anhaltspunkt finden. Und ich glaube schon, dass wir bauen müssen. Jetzt machen wir uns hier ein Nachtlager. Ich frage mich nur, wo, da oben am besten, dass wir da mal runterschauen noch. Dann lass uns gleich mal gucken, was so ein Rucksack kann. Jo, komm, hier ist auch eine Kuh. Hier bleiben wir jetzt. Wir bauen hier auf. Einmal unser Bett geschwind. So, Bett. Da müssen wir sowieso auch den Ofen aufstellen. Den baue ich dann hier hin. Und die Werkskiste. Habe ich die mitgenommen? Kürbisse. Habe ich die Werkskiste mitgenommen? Ich sehe sie nicht. Kann gut sein, ich habe die stehen lassen. Wäre jetzt für mich nichts, was mich selber überrascht.
Ich habe sie stehen lassen. Zum Glück ist die nicht teuer und man kann sie schnell selber basteln. Die setzen wir hier hin. So, pass auf. Jetzt machen wir uns erstmal essen. Wir machen dieses gesamte Steak. Und jetzt schauen wir mal, ob wir mit dem Leder so einen Rucksack hinkriegen. Tatsächlich, den nehmen wir mal hier runter. Und jetzt? Ah. Ist das jetzt nur der Platz vom Rucksack? Guck mal. Der Rucksackplatz, wie viel Platz der hat. Da können wir alles Pflanzliche jetzt mal reinmachen. Oh, das freut mich aber. Das sieht gut aus, ne? Hier, rohes Hühnchen lassen wir unten. Zucker kann hoch, Winterkürbis kann hoch. Dann brauche ich nämlich nicht ständig was da lassen. Dann können wir uns aber wirklich mal was... Kürbis kommt auch hoch. Oh, das ist cool. Schön, dass wir das gleich entdeckt haben. Was ich jetzt natürlich gerne noch wissen möchte. Das gefällt mir gut. Ein bisschen ungewohnt vielleicht. Ja, das habe ich schon drauf gedrückt. Genau, pass mal auf. Pass mal auf, wie war denn das? Ich bin gerade am gucken, ob ich tatsächlich, man kann sich was basteln damit. Dann will ich aber erstmal Stiefel. So. Stiefel und dann schauen wir mal später, ob man noch einen zweiten Rucksack. Nein, was machst du denn? Ich habe mich verdrückt, sorry. So. Okay. Ich sehe hier gar nicht das Ding fürs Schild. Okay, pass auf. Alles klar, das brutzelt, das ist schon mal gut. Was haben wir denn jetzt hier? Erde. Hier haben wir noch ein Ersatzboot. Die weiße Wolle haben wir, graue Wolle haben wir. Wir sind zeitlich an dem Punkt, wo wir die Folge jetzt hier beenden. Wir haben ein Nachtlager, wir haben Essen. Wir haben ein paar Fruchtgärten gefunden, unser Rucksäckle. Hier rennt noch eine Kuh rum. Und dann bewegen wir uns innerhalb dieses Bioms dann weiter. Ich würde sagen, hier in die Richtung später. Und schauen mal, dass wir irgendwo was finden, wo ein bisschen grüner ist. Und dann machen wir halt unsere erste Hütte. Ja? Ist nicht für die Ewigkeit, aber die nächsten Folgen müssen wir mal mit Ackerbau uns einen Vorrat schaffen. Und zwar habe ich mir gedacht, dass wir so einen Rucksack voll Essen haben und dann können wir unser Ding suchen. Was ist denn das? Mittlerer brauner Rucksack. Da kannst du verschiedene Rucksäcke machen, das ist gut. Alles klar, soweit die Folge hier. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Es wird schon wieder leicht dunkel, glaube ich. Die Sonne geht auf jeden Fall langsam unter. Ich schätze, es ist später Nachmittag. Hier gefällt es mir auch nicht so gut, weil es hier so abgeranzt ist. Und es sieht halt so ein bisschen staubtrocken nach Prärie aus. Allerdings bergige Prärie. Okay. Schön, dass ihr dabei wart, ne?